Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder ein Aufgebraucht-Video. Ja, wir haben es schon Ende Juni. Schon wieder die Zeit, die rennt so schnell herum. Ja, ich möchte euch gerne heute zeigen, meine Aufgebraucht-Sachen. Ja, wir legen gleich mal los. Ich habe hier einmal von Rewe den Puderzucker genommen. Fürs Backen hatte ich den benutzt. Ja, ich finde den gut. Also egal von wo eigentlich man Puderzucker holt, ist es eigentlich das Gleiche. Ja, was man braucht, braucht man zum Backen. Dann habe ich hier noch etwas zum Backen. Das ist von Kaufland. Bunte Zuckerstreusel, 200 Gramm. Das ist einmal das hier. Genau, das nehmen wir gerne auch für Eis oder so. Wenn man Eis essen, dann machen wir ein bisschen Streusel oben drauf. Wenn wir backen oder... Ja, wenn man so vieles macht eigentlich, gerade bei Kindern, die haben so viele Ideen. Oder bei Milch einfach mal ein paar Streusel mit rein. Kinder sind richtig gute Ideen, haben die. Dann habe ich hier noch einen Tee von Teekanne, von Waldbeere, Frucht- und Genau. Ne, der war nicht so gut. Also... Das hat schon nach Früchte geschmeckt, aber irgendwie auch Nachgeschmack von bitter irgendwie. Keine Ahnung, das war nicht wirklich mein Tee gewesen. Ich habe ihn trotzdem alle gemacht, aber mein Fall war es leider nicht so gewesen. Dann habe ich hier noch Badespaß, also mein Sohn Badespaß auch, gemacht. Das habe ich von einer lieben Abonnentin bekommen. Ist ja egal, ob da jetzt Mädchen, Pferdchen jetzt drauf sind, ist ja egal. Er hat sich gefreut über diese Farbe und dass es gut gerochen hat. Ja, Geruch war auch super gewesen. Der hier war auch von Aveo, also von Müller, die Eigenmarke. Hier Badekristall, erholsam mit sinnlich, mit Vanilleduft, Grünteeextrakt und natürlich Meersalz. Also das Wasser war auf jeden Fall grün. Es hat auch richtig gut gerochen. Also wenn man hier in der Packung noch riecht, oh, das würde ich mir echt wieder nachkaufen. Ja. Genau. Dann habe ich ja hier die Maske getestet. Die habe ich ja zweimal benutzt. Die habe ich ja mit euch zusammen getestet. Das ist eine mega gute Maske von Action gewesen. Hat echt gut lange gehalten. Und das zweite Mal habe ich halt nur... 5 bis 10 Minuten nur drauf gelassen, aber es war wirklich noch sehr, sehr viel Serum drinne gewesen. Also ist auf jeden Fall wieder Nachkaufprodukt. Also wenn ihr es mal wirklich bei Action seht, kauft es mal nach und probiert es gerne mal aus. Der Duft, naja, bei Action die Düfte sind nicht so. Aber der Duft war schon in Ordnung, aber nicht so wie die anderen Düfte, dass die so richtig nach Chemie gerochen haben. Aber das hier ging. Dann habe ich hier noch eine Zahnpasta leer gemacht. Die ist von Lidl. Da muss ich nämlich neue nachkaufen. Von Junior Dentalux. Die hier für 6 Jahre. Ihr könnt bei Lidl da die kaufen, aber die gibt es auch in 2 verschiedene Richtungen. Ich habe die jetzt in diese Form. Farbe mit Spaß wirksam. Die gibt es aber auch noch in, ich glaube, in Rot. Ja. Da gibt es 2 verschiedene in der gleichen Verpackung drin, also in den, dort, wo die ja stehen, stehen 2 verschiedene drin. Da müsst ihr wirklich mal nachschauen, wenn ihr die haben wollt, aber die ist wirklich sehr gut. Die ist auch nicht sehr scharf, also mein Kind liebt sie. Dann habe ich hier wieder leer gemacht von Fernell Aromatherapie, Zauber de Margarone. Die hier, also der Duft ist immer noch so schön. Aber der Preis. Ja, ich habe jetzt noch ein kleines bisschen was im Backup. Und dann werde ich mir mal andere nachkaufen. Mal. Und wenn sie wieder im Angebot sind, dann kaufe ich sie gerne wieder nach. Dann habe ich hier was von Isana Kirschdelikt. Das habe ich auch von einer lieben Abonnentin. Oder was ich gewonnen hatte. Eins von beiden. Aber ich glaube, das war, was ich gewonnen hatte. Könnte sein. Genau. War super. Der Duft war super, aber ich finde die Deckels nicht mehr so schön. Weil vorher hat man die Deckels, wenn man die ausgespült hat, wieder drauf bekommen. Jetzt geht das nicht mehr. Wenn du den hier einmal oben abgemacht hast,
kriegt man den Deckel nicht wieder dran. Ich weiß nicht, ob ich zu wenig Kraft habe. Ich weiß nicht, das könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr die neuen Verpackungen von Isana mal getestet habt, den Deckel ab und wieder dran gekriegt habt. Dann weiß ich nicht, ob ich nur ein Schuh und das Produkt nicht wollte. Keine Ahnung. Aber schon das zweite, was ich nicht mehr den Deckel drauf gekriegt habe. Aber der Duft war super. Nach Kirsche mega gut. So, dann habe ich endlich mal ein Deo leer gekriegt von Balea. Deo Body Spray, 0 Aluminium. Also, ich habe es auch noch mit Zwang und alle gemacht. Ich weiß nicht mehr, die Düfte, irgendwann sind die zu viel, finde ich. Wenn die halb leer sind, habe ich dann irgendwie keine Lust mehr auf diesen Duft. Aber man muss die alle machen, weil es dann irgendwann auch mal der Duft weggeht. Ich weiß, man kann es auch für Raumspray benutzen. Ja, ich habe es dann nur noch für die Arbeit für kurz genommen. Ja, war auch nur limitiert. Genau, mit Düften weiß ich nicht mehr so. Die haben irgendwie solche Düfte drin, die mir nicht mehr so gut gefallen. Auch die neuen von Balea. Die Düfte, die fallen mir nicht. Ich habe gerochen da dran. Weil ja so ein Riecher drin war, also ein Tester war. Nee, das war ein Duft. Boah, nein, danke. So, dann habe ich hier was von Rossmann leer gemacht. Das sind steriler Wundverband. Die hier sind 5 Stück drin. Ja, die habe ich für meinen Freund gebraucht. Ja, aber bei sind trotzdem schon nur 5 Stück drin. 8 cm mal 10 cm. Und trotzdem 1 Euro noch was kosten die. Mit sensitiv sind die auch. Ja, aber gut sind sie, kleben tun sie, alles gut. Ja, muss ich wieder nachkaufen. Dann habe ich ja von einem lieben Abonnenten ein Paketchen zugeschickt bekommen. Das war so ein Tee hier. Der war wirklich sehr, sehr lecker gewesen. Von Tee Taia Kanada. Das war mit Heidelbeeren und auch mit Bio-Fruchttee. Also mega. Ich habe auch ein kleines bisschen Honig dran gemacht, so ein bisschen. Mega lecker. Ich habe die anderen Sorten noch nicht weiterhin probiert, aber es ist gerade mal so eine Phase, wo ich gerade keinen Appetit darauf habe. Aber es kommt. Dann habe ich hier vom Bübchen von Shampoo und Duschgel von Pikachu 2 in 1 Pokémon Nummer 1 der Dusche mit Aloe Vera. Das hier hat mein Kind leer gemacht. Also der Duft ist super. Ach, das riecht wie, wenn man riecht, so wie beim Backen. Ob man gebacken hat und so einen Teig riecht. So riecht das. Das riecht nicht wirklich nach Aloe Vera, sondern irgendwie nach Teig. Aber das war ein guter Geruch, finde ich. Und dann ist mir noch eins leer gegangen. Also das habe ich auch geliebt. Das habe ich nämlich jetzt von Action Mago, da hatte ich das gesehen, von Silan, dieses hier, frisch, das hier. Das gab es auch mal bei Rossmann zu kaufen, aber diese Sorte gibt es nicht mehr. Hier sind 600 ml drin und der Geruch ist sowas von gut. Das habe ich immer für meine Bettwäsche benutzt. Der Duft ist super gut, der hält auch wirklich gut an der Wäsche. Aber man kann es nirgendwo kaufen. Auch nicht mal bei Action. Ich weiß nicht mal, ob Action das mit reinbekommt wieder. Finde ich schade. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht Rossmann nur die Verpackung vielleicht komplett geändert hat, dass ich das irgendwie nicht mehr wiedererkannt habe. Wenn ihr wirklich das hier nochmal irgendwo bei DM oder Rossmann oder irgendwo mal gesehen habt oder bei Müller, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Dann würde ich das gerne wieder nachkaufen. Ja. Oder bei Action gesehen habt. Ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das ist so ein mega Duft. Ihr müsst mal daran riechen. Ja, also der ist jetzt nicht so wie der andere. So jetzt so extrem stark. So beim Riechen schon so leicht. Aber in der Wäsche ist der Bombe. Man braucht wirklich nicht viel. Es ist mega. Ja. Dann habe ich hier, was habe ich denn lecker gemacht? Denk mit Spezialsalz. Inhalt 2 Kilo. Achso, für ein Geschirrspüler. Genau, da ist Salz alle geworden. Man braucht eigentlich Salz gar nicht mal so viel mehr, finde ich. Ja. Dann habe ich hier was leer gemacht von Booster.
Originale Energy Sirup, Getränkesirup. Das hier. Ja, es ist in Ordnung. Also man trinkt das ja mit Sprudel. Es war in Ordnung. Man darf auch nicht zu viel reinmachen, sonst ist es sehr stark. Also es riecht wirklich auch richtig nach Energy. Man schmeckt auch wirklich den Energy. Also ich würde es auch wieder nachkaufen. Ja, das hatte meine Nachbarin mal für 1 Euro. Ja, für 1 Euro mal mitgebracht. Bei Netto, glaube ich, war das. Ja, bei Netto. Da habe ich noch welche. Aber ist super. Also ich trinke das. Mein Freund schmeckt das nicht so gerne. Das muss man ausprobieren, wie es jedem schmeckt. Dann habe ich hier was leer gemacht von Lancôme. Dieses kleine schwarze Teil. Das ist, glaube ich, schweineteuer. Der Duft hatte jetzt nicht wirklich viel. Es kam mit einem Pipette. Es ist super gut gewesen. Also ich habe es auch viel zum Schlafen ein bisschen dicker drauf gemacht. Oder wenn ich aufgestanden bin, so ein bisschen unter der Augenwasserlinie habe ich das drauf gemacht. Augenfältchen hier so ein bisschen, wo hier die meisten Fältchen sind und hier oben ein bisschen. War ein super Produkt. Ja, hat auch die Haut ein bisschen gestrafft. Das fand ich sehr gut. Ja, und danach mit einer normalen Creme drüber gegangen. Jo. Dann habe ich hier was leer gemacht. Das war ein Serum. Das war auch sehr gut gewesen. Das habe ich immer so abgewechselt mit den zwei. Hier bin jetzt auch, glaube ich, nur 15 Milliliter drin. Ja, war ein super. Es hat sehr gestrafft, auch so wie das kleine. Das kann ich echt nicht meckern. Der Duft, ja, war jetzt nicht so extrem. Aber war super. Von Ablexkinkari London. 3 in 1 ist das hier. Genau. Mega gut. Das kam aber diesmal nicht mit dem Pipette. Das habe ich einfach so dann unter den so gemacht. Einfach dann so leicht, ein bisschen gedrückt. Und ja. Oh, da kommen noch ein paar. Mach mal schnell. Genau, so. Dann habe ich leer gemacht die hier von Action, die Zahnaufsätze, also die Zahnbürstenaufsätze für die elektrische OB. Hier steht es extra auch da. Die gibt es bei Action zu kaufen in günstige Variante von Oral-B. Es gibt auch noch so eine größere Packung, es gibt aber auch nur diese 8er Packung. Die sind super, die sind eigentlich fast genauso wie die Oral-B Zahnbürstenaufsätze, die man da oben immer tauscht. Ich wechsle jetzt einmal im Monat immer, auch für mein Kind. Ja, mein Kind hat ja auch eine elektrische. Genau, und da sind aber die Zähne viel, viel sauberer als eine normale Zahnbürste. Hat der Zahnarzt auch gesagt. Wir gehen ja immer zu Untersuchungen und alles. Und da hat er gesagt, die Zähne sind wirklich viel sauberer mit einer elektrischen. Genau. Man kann die jeden Tag benutzen, hat er gesagt. Dann habe ich hier wieder vom Baby Dream Extra Sense die Feuchttücher für den Popo, für das Kind. Ja, geht natürlich nicht in die Toilette rein, sondern es steht daneben ein Mülleimer. Und das Kind hält es auch wirklich ein. Also bin ich echt mal so gespannt, ob er das wirklich einhält oder nicht. Genau. Aber es geht. Dann habe ich hier noch von Elmex eine kleine Zahnpasta leer gemacht von mir. Ja, 20 Milliliter hatte ich mal vom Zahnarzt bekommen. Ist super. Würde ich mir auch wieder nachkaufen von Elmex. Elmex ist eigentlich immer, fand ich schon immer eine gute Marke. Dann habe ich hier was für unseren Hamster gekauft. Nicht wundern, das ist auch für Vögel, das ist so Würmer sind das drin. Hier sind 200 Gramm drin. Das sind solche Würmer und so verschiedene getrocknete Tiere. Genau, isst er gerne, er liebt die. Die habe ich bei Globus gekauft, weil bei Globus gibt es die bei der bei den Tiersachen mit, bei den Vögeln drin. Da sind die viel günstiger, als wenn man das in den irgendwo anders kauft. Dafür habe ich, glaube ich, 3 Euro noch was bezahlt. Und in der Tierhandlung sollte ich für so eine kleine Mini-Packung 3 Euro noch was bezahlen? Nein, danke. Das war mir dann ein bisschen zu
viel Geld gewesen. Wenn das jetzt für 99 Cent das kleine Ding wäre, hätte ich gesagt, okay, aber nicht 3 Euro für 10, nee, das waren gerade mal 20 Gramm gewesen. 20 Gramm. Da haben die echt einen Vögelchen. Dann hat mein Kind noch von Kneipp Schaumbad hier leer gemacht. Es hat auch richtig schön geschäumt. Ihr müsst wirklich, wenn ihr Schaum haben möchtet, erst aufmachen, reinkippen, sauber machen und dann das Wasser anmachen. Dann kriegt ihr auch viel besser den Schaum und viel, viel mehr den Schaum. Statt dann erst das Wasser halb rein, dann reinfüllen und dann nochmal wieder anmachen. Da kriegt ihr nicht so schön Schaum, als wenn ihr den wirklich am Anfang gleich da reinmacht. Bevor ihr das Wasser anmacht, tu nur die zweite Tüte. Ich muss ein bisschen was in die zweite Tüte legen. Dann habe ich hier was von Netto leer gemacht. Das war hier Spülmittel gewesen mit Aloe Vera. Hier war aber nicht nur Aloe Vera drin, sondern auch Apfelduft drin. Der Apfelduft hat man wirklich gut gerochen, aber irgendwann den Apfelduft riecht man mehr als das Aloe Vera. Es war super, aber ich habe diesmal mal eins noch von Rossmann geholt, mal ein bisschen was anderes mal wieder. Genau. Netto hat auch mehrere verschiedene Sorten. Blau, gelb, grün, ich glaube lila. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Aber die haben verschiedene Düfte, da könnt ihr ja gerne mal bei Netto reinschauen. Dann habe ich hier, das habe ich von Lidl gratis bekommen, von der Lidl App. Das sind hier diese Backmischung gewesen mit Muffins. Da war alles drin gewesen, außer 2 Eier, Speiseöl, 100 ml und 75 ml Wasser. Ja, hier hinten ist auch nochmal alles beschrieben. Ja, mega gut. Haben auch lecker geschmeckt. Es waren auch die Schokostreusel mit dabei. Wirklich lecker. Dann habe ich hier nochmal von Vanell Aromatherapie das hier leer gemacht. Ja, diesmal habe ich irgendwie mehr gewaschen. Ja, naja. Manchmal Tage hat, Monate hat man mal wieder mehr gewaschen, manchmal wieder weniger. Jo. Dann habe ich hier was von Keratinöl Shampoo leer gemacht. Das war eine Box gewesen, das weiß ich. Das war gut gewesen. Duft war auch in Ordnung für die Haare. Ja, fand ich gut. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Gibt es, glaube ich, auch bei Rossmann, habe ich das gesehen. Genau. So, dann habe ich hier noch was für unser Nageltier, also für unseren Hamster hier, diese Nagelsticks gekauft. Die sind ja 2 Stück, die sind von Rewe für 1,09 Euro. Die haben auch sonst 99 Cent gekostet. Dann habe ich hier Milwa Gardinensalz genommen. Hier sind 450 Gramm drin. Das habe ich für meine Bettwäsche benutzt, weil die irgendwann, weiß ich nicht, werden die immer so, ja, so so grau, wenn man die so... Ja, da habe ich das so in die Wanne gemacht, so ein bisschen in die Badewanne. Schön kochend heißes Wasser reingemacht, das hier reingekippt. Wisst ihr, wie dunkel das Wasser war? Ich habe das auch über Nacht drinne gelassen, alles zum Einziehen. Und danach habe ich sie gewaschen, morgen früh mit 60 Grad habe ich sie gewaschen. Und es ist schon viel sauberer geworden, aber das muss man wirklich regelmäßig dann machen. Genau, dann habe ich hier noch Wattepads leer gemacht. Die sind von Rossmann. Ja, hole ich immer diese 140 Stück. Die kleinen, manchmal hole ich die auch für ein Action. Die großen, so wo ich gerade eigentlich bin. Zu Action komme ich eigentlich nie so richtig. Ich möchte eigentlich wieder zu Action, aber ich komme nie zu Action. Ich brauche eigentlich ein paar Sachen. Ja. Dann habe ich von Balea eine Cremedusche leer gemacht. Das hat mein Sohn leer gemacht. Hier mal ein bisschen zum Spielen. Das war auch in einem, was ich gewonnen habe von der lieben Steffi. Genau, das war, glaube ich, da drin gewesen. Genau, die macht ja auch gerne Verlosungen, tolle, ja, und richtig tolle Verlosungen. Nicht immer nur so Beauty, sondern auch mal andere Sachen. Ja. Ja, so, meine Lieben, das war mein aufgebraucht Video für Ende Juni. Ja, diesmal ist ein bisschen mehr dazu gekommen. Ich hoffe, das kleine XL-Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen, über einen Kommentar, wenn ihr
etwas auch schon ausgetestet habt oder auch noch mal testen wollt gerne, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Über ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Also wenn, das ist auch kostenlos für euch. Ihr würdet mich unterstützen. Ihr würdet kein einziges Video mehr von mir verpassen. Ja. Und wir werden weiter wachsen. Jedes Mal immer wieder ein bisschen. Ja. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag, Mittag, Abend oder ein wunderschönes Wochenende oder einen wunderschönen Urlaub. Ich sage Tschüssi und wenn ihr krank seid, dann werdet ganz schnell wieder gesund. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, meine Lieben, ich sage Tschüssi.